Ein Triathlon ist jetzt verfügbar. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen werde. Ich werde auf jeden Fall versuchen, erstmal die Story zu spielen. Okay. Ein paar Transporter von Baxter stehen bei deren Lagerhaus im Hafen von Los Santos. Sie haben Wachleute, also schlag hart zu oder schleich dich von hinten an. Sammle Ausrüstung für einen Raubüberfall, indem du Vorbereitungsmissionen abschließt. Sobald alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, ich konnte es nicht mehr lesen, es tut mir leid. Alle. Ja, okay, ich laufe jetzt erstmal ein Stückchen. Ein ganz kleines Stückchen, ne? Boah, Junge, rasten die nicht so aus. Ja, hier ist dieser Funpark, ne? Hier kann man Riesenrad fahren und so. Und den ganzen Müll. Aber ich meine, wir sind in GTA, hallo? Dann macht man sowas nicht. Okay, das ist jetzt voll arrogant. Nein, natürlich macht man den GTA, kann man da sowas machen. Ist Elend freigestellt sozusagen. Aber vielleicht werde ich es auch mal machen. Aber so, ich will erstmal die Story machen. Ich will das jetzt auch relativ schnell vorbeikriegen. Vielleicht mache ich dann noch extra so. Wow. Alter. Ja, bitte. Okay, ihr könnt weiterfahren. Ich nehme einfach ein anderes Auto. Alter, die Leute hier können auch nicht Auto fahren. So, nehmen wir mal das Auto hier. Genau, so war das mit dem Dach öffnen. Ich meine, es ist ein sonniger Tag. Schaffen wir. Okay. Dann machen wir, denke ich mal, die Vorbereitung. Hier unten ist es heiß. So. Okay, damit. Ach, das ist der Typ. Alles klar. Boah. Ey, das ist ja ein richtiger Philosoph, ey. Ja, die Alternative zum Leben ist der Tod, ne? Klingt logisch, denke ich mal. Müsste eigentlich jeder verstehen, der, naja. Relativ normal ist, in Anführungszeichen. Der wenig Verstand hat. In Anführungszeichen, also ich will jetzt keinen beleidigen oder so, ne? Das ist jetzt einfach. Ja, dann besorgen wir uns mal hier diese Laster oder LKWs oder was auch immer. Ja. Betäubungsgaslieferungen gehen alle 2 Stunden zu LSX, fangen einen ab und klauen den Transporter oder jag ihn hoch, schnapp ihn das Gas. Okay, meine Arme. Alles klar. Wow. Celebrity News. Legendary recluse and Vinewood eccentric Peter Dreyfuss is rumored
So. Alles klar, okay. Also jetzt sind es auch die Betäubungsgas-Lieferwagen, haben wir auch welche gefunden, sodass ich die auch noch klauen muss, da wir die leise Variante oder die schlaue Variante, wie auch immer, machen, tun, whatever. What the fuck, ey. Meine Fresse. Können wir halt auf die andere... Hier ist gerade mächtig frei, sage ich jetzt mal. Wow. Wow. Okay, dann sind wir auch schon fast da. Haben wir... Oh, ja, haben wir... Okay, nein, keine Waffen, bitte. Ich will nur von hinten mich anschleichen. Was macht man denn? Haha, paar Gummis für alle Fälle. Check. Kann man denn... Wenn man hier hochgeht, was passiert denn dann? Passiert ja gar nichts, Alter. Ich dachte, hier könnte man irgendwie cool sneaky reingehen oder so. Das ging auch eigentlich relativ schnell und gut. Ich habe es nämlich mal, als ich selbst gespielt habe, mal vorher von vorne versucht und dann musste ich halt ein paar Forstkämpfe machen. Das ging dann nicht so gut. Aber so ging es ja eigentlich. So ging es jetzt nicht schlecht. Hier trotzdem, okay. Ist ja auch egal. So ging es auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich habe keinen Alarm ausgelöst, beziehungsweise irgendwie Polizei ist nicht hinter mir her. Das war sie nämlich letztes Mal und es ist ein bisschen ätzend, so versuchen die Polizei abzuwählen, abzuschütteln. Ja, das ist ein bisschen ätzend, aber sonst ist eigentlich ganz cool. Ich denke, ja. Dann fahren wir mal langsam, aber sicher zu Leicester, um dort diesen Wagen abzugeben. Dann hätten wir das auch schon erledigt, also so gut wie erledigt.
Denke ich zumindest. Ja, ne? Eigentlich schon. Ja. Ja. Welche Spiele jetzt demnächst kommen? Eins, denke ich, wisst ihr sowieso schon, was kommen wird. Assassin's Creed Brotherhood an den neuen Spielen, also das neue Let's Play. Da ich hier mit Assassin's Creed 2 so gut wie fertig bin, es fehlen ja nur noch Federn quasi. Und dann habe ich ja eigentlich alles so gut oder so gut wie alles gemacht. Ja. Die Federn werden auch noch kommen, aber die sind jetzt nicht so wichtig. Die mache ich ja irgendwann, wenn ich Lust und Zeit habe und nichts zu tun habe. In Sachen Let's Plays. Mache ich die dann. Und es wird Assassin's Creed Brotherhood dann angefangen jetzt demnächst. Ja, und das nächste ist eine Überraschung, aber das kommt erst wahrscheinlich erst nach GTA 5. So, hätten wir das geschafft. Bestanden. Heimtückische Plage. Abgeschlossen, Gold 100%, alles klar. Steht hier irgendwie ein Auto oder so? Wäre es extrem geil. Na super. Hey Lester, we got a pest control van. Good. Now we just need the knockout gas. I'm on it. I'm on it. Ich guck mal gerade, wie viel Uhr wir haben. Ja. Ich denke, das Gas kann ich mir noch besorgen. Ich nehme den Mini da hinten. Der ist da so irgendwie so ganz alleine. So, okay, dann gucken wir mal kurz auf die Karte. Und, vorn dorthin. Um jetzt das Betäubungsgas zu uns zu besorgen. Und dann werden wir auch schon, da hätten wir dann auch schon alles, um den Überfall zu starten. Wahrscheinlich mache ich den Überfall jetzt noch. Wow, das war extrem. Bist du tot? What the fuck? Entweder ist er tot oder er tut nur so. Aber sicher bin ich mir da nicht. Ich hoffe es mal nicht. Obwohl, wir töten ja eigentlich relativ viele Leute, ne? Ist eigentlich nur uns um ein Leben, ist es dann eigentlich so egal, was wir ja nicht kennen, irgendwie so. Also was jetzt uns nicht in näherer Verbindung steht, irgendwie. Schieße die Türen oder zerstöre den Transporter, um an die Ladung zu kommen. What? Was soll man machen? Wir sollen die Türen zerstören. Liefer den Transporter bei der Textilfabrik ab. Okay. Ja, anscheinend haben wir irgendwas gemacht, was gut ist. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen sollen, ob der jetzt wichtig ist in irgendeiner Weise. Aber anscheinend schon. Anscheinend ist er nicht unwichtig. Und wir haben keine Polizei verursacht, also... Farms up, gefällt mir, läuft. Ja, humane, was steht da? Labs and Research, ne? Humane Labs and Research, also denke ich, ist klar, also menschlich, Labs sind wahrscheinlich Labore und Research, Nachforschungen halt, generell vielleicht irgendwie menschliche Nachforschungen, irgendwie sowas. Genforschung und so ein Scheiß halt, also alles, was nichts damit zu tun hat, bedeutet das ungefähr, wer es jetzt nicht aus dem Zusammenhang schließen konnte. Ey! Ich muss hier durch. Gibt man doch Vorfahrt, oder nicht?
Alles klar. Hey, Lest. I got the good night gas. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go.